Die neuen iPhone-Modelle sind dieses Jahr tatsächlich mit USB-C-Anschluss erschienen. Das hier ist das neue iPhone 15 Pro in Titan-Schwarz. Nein, halt, stopp. Das ist das iPhone 14 Pro in Space-Schwarz. Das hier ist das neue iPhone 15 Pro in Titan-Schwarz. Verrückt. Völlig unterschiedliche Geräte. Eine absolute Innovation, die Apple nun gezwungenermaßen umsetzen musste. Das bringt damit auch iPhone-Usern neue Möglichkeiten, aber macht halt auch die alten Produkte mit Lightning-Anschluss unbrauchbar. Natürlich nur, wenn du dir auch ein neues iPhone gekauft hast, sonst natürlich nicht. Darum soll es ja aber heute gar nicht gehen, sondern um die neue Nano-Serie von Anker, die passenderweise mit USB-C nun auch die Versorgung des iPhone übernehmen kann. Anker hat mit der Nano-Serie Netzteile, Powerbanks und USB-C-Kabel am Start, also alles, was man so in Zukunft braucht. Der Zusatz Nano bezieht sich dabei auf die Größe und in diesem Fall trifft das Nano auch echt gut zu, denn die Produkte aus der Reihe sind super kompakt, aber dennoch sehr leistungsstark. Diese Powerbank hier zum Beispiel, noch nicht mal so groß wie das iPhone 15 Pro, bietet sie 10.000 mAh, was für 2 bis 3 komplette Ladungen reicht, also ideal für unterwegs. 30 Watt Fast Charging sind damit trotz der kompakten Maße möglich und das sowohl beim Laden von externen Geräten als auch beim Laden der Powerbank selbst. So ist die Powerbank nach 90 Minuten wieder voll, dabei wird die Temperatur ständig überwacht, um die aufzuladenden Geräte zu schützen. Das neue iPhone kann dank des fest integrierten USB-C-Kabels der Powerbank direkt angeschlossen werden. Wenn das Kabel nicht benötigt wird, fungiert es als praktische Trageschlaufe. So stehen insgesamt 3 Anschlüsse zur Verfügung, 2x USB-C und 1x USB-A. Über den kompletten Ladevorgang informiert das TFT-Farbdisplay auf der Vorderseite. Es zeigt die aktuelle Ladung der Powerbank in Prozent und die restliche Laufzeit mit dem aktuellen Stromverbrauch. Wenn es noch etwas kompakter sein soll, dann ist dieses Teil vielleicht genau das Richtige. Auch das ist eine Powerbank und die liefert 5000 mAh. Sie hat einen ausklappbaren USB-C-Anschluss an der Oberseite, sodass die Powerbank direkt am iPhone angesteckt werden kann und man auch kein weiteres Kabel mitnehmen muss. Benötigt man doch einen weiteren Anschluss, so findet man den in Form von USB-C an der Seite. 22,5 Watt stehen hier maximal an Leistung zur Verfügung und das ist für das kleine Teil im Hosentaschenformat schon echt erstaunlich viel. Aber nicht nur für die mobile Stromversorgung hat Anker Produkte in der neuen Nano-Serie, auch Netzteile sind dabei, wie zum Beispiel dieses kleine Teil hier. Auf den ersten Blick könnte es als Adapter für den Zigarettenanzünder durchgehen, aber nein, es ist der neue 20 Watt Nano-Charger mit Power EQ 3, mit dem Anker hier per USB-C die angeschlossenen Geräte mit Strom versorgt. Auch hier wird die Temperatur ständig überwacht, um die Geräte zu schützen. Wer also auf der Suche nach einem ultrakompakten Netzteil ist und dabei nicht auf das popelige alte Standard 5 Watt Apple-Teil zurückgreifen will, der wird hier auf jeden Fall fündig. Ebenfalls sehr kompakt und kaum größer ist dieses Netzteil hier. Das ist der Nano Charger mit 30 Watt Garntechnologie und Power EQ 3. Ein klassisches Wandladegerät, mit dem man trotz der kompakten Maße seine Geräte schnell aufladen kann. Auch hier greift Ankers Ladeschutz und überwacht die Temperatur. Beide Ladegeräte verschwinden geradezu im Rucksack oder in einer Tasche und nehmen nur minimal Platz und Gewicht in Anspruch. Ja, und was brauchen wir noch? Genau, Kabel. Anker bietet in der neuen Nano-Reihe auch USB-C auf USB-C-Kabel an, die in 3 verschiedenen Farben und Längen erhältlich sind. Sie sind aus biobasiertem Nylon aus Pflanzen wie Mais und Zuckerrohr hergestellt und unterstützen eine Übertragung von bis zu 480 Megabits per Second oder 240 Watt Leistung, was also selbst für die großen MacBooks ausreichend ist. Sie haben außerdem so einen kleinen Gummiclip dran, der das aufgewickelte Kabel in Form hält. Anker gibt an, dass die Kabel mindestens 20.000 Biegungen aushalten soll. Naja, dann fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe keine Lust mehr. Anker hat mit den Nano-Produkten die typischen Alltagsprodukte rund um Smartphone und Co. angenehm klein gemacht. Dennoch muss man dabei nicht auf Leistung verzichten und auch nicht auf etwas Farbe, denn es gibt die Produkte nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in weiteren bunten Farben. Ich persönlich nutze gerne Produkte von Anker und das sage ich völlig losgelöst von irgendwelcher Werbung. Daher habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie mich mit Produkten für das neue iPhone 15 Pro ausgestattet haben, jetzt wo wir endlich alle gemeinsam im gleichen USB-C-Boot sitzen. Vielleicht ist auch was für euch dabei. Links findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Checkt da auf jeden Fall auch mal die Preise aus, denn die Sachen sind gar nicht so teuer, wie es vielleicht erst scheinen mag. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!